Freie Wähler beenden Themenwoche gegen Extremismus für Toleranz. Zum parlamentarischen Abend politischer und religiöser Extremismus in Bayern, Ursachen und Maßnahmen konnte die Landtagsfraktion der Freien Wähler rund 100 Gäste im Bayerischen Landtag empfangen. Gleich zu Beginn betonte Eva Gottstein, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, wie wichtig die Bekämpfung des politischen Extremismus sei. Schließlich richte sich dessen Handeln gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Deswegen müssten alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam gegen Extremismus vorgehen. Das ist auch die Meinung von Florian Streibel, dem parlamentarischen Geschäftsführer und rechtspolitischen Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Es ist absolut notwendig und wichtig, dass man auch Zeichen setzt, dass man nicht allein und hilflos gegen Extremisten ist, sondern dass man eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Land, einen ganzen Staat hinter sich hat, der gerade auch Zivilcourage einfordert und dass man da nicht alleine ist, sondern dass man hier gemeinschaftlich also das schaffen kann, dass man den Extremismus letztlich die rote Karte zeigt. Dem Extremismus die rote Karte zeigen. Dafür setzten sich auch die weiteren Teilnehmer der Podiumsdiskussion engagiert ein. Professor Dr. Michael Piazzolo, Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, sprach sich klar für einen neuen NPD-Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht aus. Doch nicht nur von extremistisch eingestuften Parteien gehe Gefahr aus, auch von Kameradschaften und nicht formal organisierten Gruppierungen. Die Bedrohung ist schon immer gegenwärtig und da müssen wir im Grunde auch immer wieder selber bei uns auch anfangen und sagen, Demokratie und Freiheit ist nichts, was man irgendwann mal errungen hat und dann in die Schublade verstauben lässt, sondern das muss man jeden Tag neu erkämpfen und sich neu erstreiten und sich neu dafür einsetzen. Und wenn man das tut, dann ist Extremismus keine Gefahr mehr. Die Demokratie sei ein hohes Gut, das täglich geschützt werden müsse. Hierzu könne jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. So das positive Fazit der Freie Wähler-Themenwoche gegen Extremismus für Toleranz.